Dann kommen wir zum nächsten Bericht der Landesregierung Schreiten zur Situation im Regionalverkehr zwischen Hamburg und Westerland, Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Umdruck 1873-70. Ich denke, der Titel des Tagesordnungspunktes ist selbsterklärend, worum es geht. Herr Kollege König, sind wir uns einig? Dann hat Herr Staatssekretär das Wort. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Die Situation im Regionalverkehr zwischen Hamburg und Westerland, sprich die Situation des Einsatzes der ehemaligen NOB-Wagen, heute von dem Unternehmen DB übernommenen Wagen, steht, wenn ich das richtig sehe, im Mittelpunkt Ihrer Frage und nicht weitere Punkte wie die Frage Autozug und dessen Auswirkungen oder Ähnliches oder neue. Ich war gestern in Süderdithmarschen, Frage Netz West. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Frage Fahrzeuge und deren Einsatzfähigkeit. So habe ich es verstanden. Antragsteller sind allerdings die Piraten, zu denen ich bisher nicht gehöre. Abgeordneter König, darauf bezieht sich das. Also, 11. November 2016 war der, an diesem Tag hat die NOB als Betreiberin einer Fahrzeugflotte, die über zunächst Bürgschaften vom Land, später dann über eine Eigentümerstruktur Paribus vom Land mit abgesicherte Wagenflotte stillgelegt hat, weil es sich an einer Kupplung deutliche Risse gezeigt hat und die Betreiberin, die NOB, keinen sicheren Verkehr gewährleisten konnte. Diese Fahrzeuge werden seither Stück für Stück überprüft. Wir hatten parallel Mitte Dezember einen Wechsel in dem Netz West. Seither ist die Betreiberin auf dieser Strecke das Unternehmen DB Regio, Deutsche Bahn Regionalverkehr, Sitz in Kiel. Wir haben 90 Wagen aus dem Verkehr gezogen. Die Deutsche Bahn selbst hat 84 Altwaggons, die teils in unterschiedlichem Zustand sind und unterschiedlichen Alters sind, eingesetzt. Zuzüglich der von der NOB bereits angemieteten Ersatzfahrzeuge stehen derzeit 108 Fahrzeuge zur Verfügung, um die 90 herausgenommenen Fahrzeuge zu ersetzen. Das hört sich zunächst äußerst luxuriös an. Tatsächlich ist die Kapazität der Fahrzeuge teils anders. Zweitens ist der technische Zustand so, dass wir deutlich häufiger die Fahrzeuge in die Revision schicken müssen, dass wir deutlich häufigere Ausfälle haben. Entsprechend ist der Unmut insbesondere der Pendler und der Pendlerinnen. Wir erleben aber auch, das möchte ich in diesem Ausschuss sagen, eine für die angespannte Situation äußerst gefassten Umgang bei den direkt Betroffenen. Die mittelbar Betroffenen, das sind beispielsweise Unternehmer, Unternehmerinnen, die von Pendlern und Pendlerinnen abhängen, deren Reaktion ist etwas aus unserer Sicht dramatischer als die der Betroffenen selbst. Minister Mayer war zuletzt vergangene Woche auf der Insel und hat sowohl mit Sylter Unternehmern als auch mit der Pendelinitiative gesprochen. Ich persönlich bin im ständigen Kontakt, insbesondere mit den Pendlern und den Pendlerinnen. Wir wissen, dass 4.500 Menschen pro Tag den Hindenburgdamm nutzen, um zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen, und entsprechend sensibel ist das ganze Thema. Wir können aber nicht diese Fahrzeuge einsetzen ohne eine Freigabe von Zweien, nicht nur von Gutachtern, die derzeit dabei sind, sich mit den Schäden auseinanderzusetzen, sondern auch von denen, die dann in den Unternehmen für die Sicherheit, in den Betreiberunternehmen für die Sicherheit verantwortlich sind. Das ist ein doppeltes Verfahren. Derzeit werden von DEKRA und von TÜV die Ursachen überprüft. Wir haben noch keine abschließenden Ergebnisse. Das eine ist eine zerstörende Prüfung einer Kupplung, um zu gucken, ob es strukturelle Schäden gibt. Das andere ist dann eine Untersuchung des bestehenden Risses, ob sich das in irgendeiner anderen Form wiederfindet. Davon abhängig ist der Wiedereinsatz der Fahrzeuge. Wir gehen derzeit davon aus, dass nach der Sommerpause ein Wiedereinsatz möglich wird. Ich kann Ihnen aber keine genaueren Zeiträume nennen.
Abhängig von den weiteren Ergebnissen hat Minister Mayer den Betreiber, die DB Regionalverkehr, aufgefordert, ein Ersatzkonzept vorzulegen, aus dem auch betroffene Pendler und Pendlerinnen ersehen können, wann welche Fahrzeuge wie eingesetzt werden. Das war eines der wesentlichen Bestandteile der letzten Gespräche. Wir gehen aber davon aus, dass insgesamt durch ein strukturiertes Ersatzkonzept der Druck auf die Betroffenen eher zurückgehen wird, denn steigen wird. Vielen Dank. Als erstes hat sich der Kollege abgemeldet. So war ich vor dir. Ja, Herr Staatssekretär, zunächst einmal muss man sagen, was da ist, ist für alle eine einmalige Ausnahmesituation, die keiner sich wünscht und die man auch niemandem gönnt. So, jetzt ist nur die Frage, welche Botschaften wir senden, ob die Leute, die Menschen, die Pendler, die Unternehmer, die dort wohnen und Hoteliers, das Gefühl haben, dass wir alles unternehmen, um dieses Problem in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen. Und sagen Sie, ja, also Ostern sowieso und die Sommersaison wird dies Problem noch aufrechterhalten bleiben. Das wird bis dahin nicht gelöst werden. Da ist eben meine Frage, haben wir oder haben Sie, wir können es ja nicht machen, haben Sie wirklich alles getan, um dieses Problem zu mindern, nicht zu lösen? Das heißt, zu mindern, mal über Nacht gedacht und jetzt will ich auch einfach mal spinnen. Das kann man ja auch gerne mal in diesem Raum, was man sagt, hat man nicht überlegt, ob man Fähren zusätzlich einsetzt von Dagebüll, damit rüberzufahren. Hat man überlegt, ja, ich will nur, dass man überlegt, dass man nicht nur von DB Regio oder von DB sich Zugmaterial zusätzlich holt, sondern vielleicht auch von Konkurrenzunternehmen. Denn für diese Ausnahmesituation muss ja jeder Verständnis haben, dass man in dieser Phase sagt, es gibt ja noch andere Zugunternehmen in Europa. Ich will noch gar nicht mal in Deutschland sagen, es sollen angeblich welche auf irgendwelchen Bahnhöfen in der Schweiz welche stehen, die über die frei wären. Haben Sie wirklich das Gefühl, dass Sie alles getan haben? Denn wenn es wieder so kommt, dass die ersten Mitarbeiter sagen, ich fahre nicht mehr zur Arbeit nach Sylt, ich suche mir jetzt im Festland einen Job, oder die Urlauber sagen, ich bin hier das letzte Mal gewesen, ich komme nicht wieder, dann ist das ein Imageschaden und auch ein wirtschaftlicher Verlust für die Unternehmen, den Sie so schnell nicht wieder aufholen. Und in dieser Phase müssen Sie sich einfach die Frage stellen lassen, nicht nur von uns, insbesondere von den Betroffenen, haben Sie am Ende alles dafür getan? Und das ist meine Frage hier, sind Sie sicher, dass Sie alles ausgeschöpft haben, was an Möglichkeiten da ist? Also zunächst, Herr Abgeordneter, unsere Einflussmöglichkeiten wären höher, wäre das Land selbst Betreiberin. Wir haben in diesem Hohen Haus eine Ausschreibung auf den Weg gebracht. Wir haben eine Vergabe hier von Ihnen querzeichnen lassen, die dazu führt, dass das Unternehmen DB Regio die alleinige Verantwortung für den Betrieb auf dieser Strecke für 8 Jahre in die Hand bekommt. Das heißt, die Möglichkeiten des Landes, jetzt in dieses Auftragsverhältnis von der Seite reinzuschießen, dadurch, dass wir irgendwo Wagen bestellen oder Ähnliches, ist nicht gegeben. Es ist Aufgabe des Unternehmens Deutsche Bahn, die Verkehre aufrechtzuerhalten. Wir haben Pönalen verabredet. Das ist die Möglichkeit der Steuerung in einem Vertragsverhältnis. Es ist aber nicht die Möglichkeit, jetzt einfach quer reinzuhandeln. Dennoch sind wir dabei, alle Lösungen zu prüfen. Das Thema Fähre kommt nicht in Frage, weil es auf der Südseite von Sylt keinen von Fähren anlaufbaren Hafen gibt. Der einzige Hafen, der zur Verfügung steht, ist Hörnum. Es gibt in Hörnum keine Möglichkeit, in irgendeiner Form im Moment Fährdienstleistungen abzuwickeln. Es gibt die Möglichkeit, über Röhm die Insel zu erreichen, nur ist das für Pendler und Pendlerinnen möglicherweise ein etwas beschwerlicher Weg, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Die Frage Konkurrenzunternehmen, ich kann Ihnen sagen, die Vielfalt der Fahrzeuge, die im Moment im Netz, die in dem Netz West unterwegs ist, ist heute schon zu hoch. Jedes Fahrzeug hat eigene technische Eigenschaften und es ist nicht so, dass automatisch wie bei einer Märklin oder einer Fleischmannbahn jeder Wagen mit jedem verkoppelt werden kann. Es sind unterschiedliche technische Voraussetzungen, sei es Heizung, sei es Entsorgung, sei es weitere Versorgung, die berücksichtigt werden müssen. Und schließlich ist der Hindenburgdamm nicht für jede Form des Fahrzeuges geeignet. Beispielsweise können Doppelstockwagen dort nur äußerst eingeschränkt eingesetzt werden, weil aufgrund der Windanfälligkeit also diese Strecke nicht für den regelmäßigen Betrieb mit Doppelstockfahrzeugen freigegeben ist. Und das ist auch nichts, was wir aushebeln können.
Da gilt an dieser Stelle, Sicherheit geht vor und die Sicherheit gewährleistet der Infrastrukturbetreiber und nicht das Land. Insoweit sind wir dabei, alle Möglichkeiten, die wir haben, insbesondere durch Pönalen, durch Gespräche und durch Vermittlung zwischen Beteiligten, das Problem zu lösen. Und deshalb sage ich, wir haben alles in unserer Macht Mögliche tun wir im Moment. Die wichtige Frage ist, wann können diese Fahrzeuge wieder eingesetzt werden? In einem idealen Fall. Das heißt, die Prüfung ergibt, dass es kein strukturelles Problem in den Kupplungen aller Fahrzeuge gibt, ist es möglich, dass bereits ab April einzelne Fahrzeuge dieser 90 wieder in den Einsatz kommen. Ich bin aber vorsichtig mit dem Versprechen von kurzfristigen Lösungen, weil wir beim System Bahn ein System haben, das keine Redundanzen möglich macht. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, ich habe strukturelle Schwierigkeiten in den Kupplungen, dann hat das tiefgreifende Folgen. Ich kann nicht sagen, dann lasse ich eben mal eben was anderes fahren. Die Deutsche Bahn tut nach unserer Erkenntnis im Moment alles, um diese Verkehre möglichst reibungslos abzuwickeln, weil auch die Deutsche Bahn weiß, dass die Verlässlichkeit des Schienenverkehrs der Schlüssel für die Nutzung ist. Insoweit sind wir da in enger Zusammenarbeit. Ja, Herr Staatssekretär, ich habe auch noch mal eine Anmerkung und zwei Fragen. Die Anmerkung ist, glaube ich, das Entscheidende, wo Sie, glaube ich, die Einflussmöglichkeiten haben und geltend machen sollten, ist, glaube ich, das Thema Kommunikation. Das ist ja eigentlich ein Punkt, der am meisten kritisiert wurde, auch von den Betroffenen. Ich sehe da vor allem die Verantwortung, ehrlich gesagt, des Ministeriums. Und ich glaube, das ist sozusagen der entscheidende Punkt, die entscheidende Aufgabe für Sie. Da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Menge Luft nach oben. Und ich glaube, auch die Presseberichterstattung hat ja auch dazu geführt, dass der Minister sich des Themas doch stärker angenommen hat als in der Vergangenheit. Insofern ist das ja schon mal ein Schritt nach vorne. Aber eine Sache, Herr Staatssekretär, die ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist bei diesen Personenwagen, die werden ja nicht nur auf dieser Strecke im Einsatz sein, also baugleiche Personenwagen. Wenn man jetzt dort festgestellt hat, der Zeitpunkt ist ja schon ein bisschen merkwürdig irgendwie, aber wurde denn von der NOB ja noch festgestellt, an die DB übergeben und dann wurde gesagt, gut, es müssen alle Fahrzeuge geprüft werden. Ich habe bisher noch nicht gehört, dass anderswo in Deutschland oder Europa, da muss es ja baugleiche Personenwagen geben, dass die auch aus dem Verkehr gezogen wurden in größerer Stückzahl. Das wäre doch aus meiner Sicht eigentlich die logische Folge. Vielleicht können Sie dann zum was sagen, wenn es der Fall wäre, wüssten Sie es ja bestimmt, beziehungsweise wenn es nicht der Fall wäre. Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage ist nochmal, wie ich es richtig gelesen habe, prüft ja die Bahn, ob auf Fernverkehrszüge zurückgegriffen werden kann für die Pendler sozusagen. Das ist immer das alte Thema, Trennung Nahverkehr, Fernverkehr, dort unbürokratisch sozusagen Nahverkehr auch draus zu machen, um die angespannte Situation etwas zu mildern. Können Sie dazu was sagen? Also ist diese Prüfung abgeschlossen? Geht das überhaupt rechtlich? Vielleicht könnten Sie zu dem Punkt noch was sagen. Bitte schön. Letzte Frage zuerst, Herr Vorsitzender. Wir sind guter Dinge, dass die im Sinne der Pendler und Pendlerinnen ausgeht. Das ist einer der wesentlichen Gesprächsinhalte gewesen, als Minister Mayer jetzt auf der Insel war und mit der Bevollmächtigten der Deutschen Bahn Manuela Herbort gesprochen hat. Da sind wir guter Dinge. Die Frage vergleichbare Fahrzeuge. Es ist die individuelle Betreiberverantwortung, die dazu geführt hat, dass die NOB als Betreiberin die Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen hat. Da haben wir keinen Einfluss darauf. Es fahren weltweit ungefähr 5000 Fahrzeuge aus dieser Baureihe. In Europa sind das deutlich weniger. Wir haben keine Erkenntnisse, inwieweit in anderen Netzen bei anderer Nutzung ähnliche Probleme auftauchen. Das ist eine Aufgabe der Gutachter, an dieser Stelle auch in das System mit reinzugucken. Dass Personenwagen nicht hinter jeder Lokomotive funktionieren, wissen Sie seit der letzten Umstellung des Netzes. Da waren es insbesondere Kommunikationsprobleme zwischen den Wagen und der Lokomotive, die zu erheblichen Schwierigkeiten im Netz geführt hat. Und deshalb hatten wir in diesem Falle, Sie erinnern sich, die Inbetriebnahme neuer Lokomotiven in dem Netz von dem Wechsel des Betreibers entkoppelt und haben die NOB gebeten, ein Jahr früher bereits mit neuen Lokomotiven zu fahren, um die Kommunikation zwischen Wagen und Lokomotive reibungsfrei zu gestalten und damit den Übergang im Netz
nicht damit zu belasten. Die Kommunikation hat mehrere Seiten. Wenn Sie die Kommunikation in die Öffentlichkeit meinen, sind wir, haben wir zumindest die Hoffnung, dass NASH zusammen mit unserem Haus ausreichend transparent kommuniziert, wie die Situation ist. Das machen wir nicht nur in Facebook, das machen wir nicht nur mit Mail-Systemen, sondern machen wir auch mit Pressemitteilungen. Die Kommunikation auf den Bahnhöfen und in den Fahrzeugen ist Aufgabe der Betreiberin beziehungsweise des Infrastrukturunternehmens. In den Fahrzeugen ist es Aufgabe der Betreiberin. Auf den Bahnhöfen, an den Haltestellen ist es Aufgabe des Infrastrukturbetreibers. Das ist die DB Station und Service. Und wir werden nicht müde einzufordern bei beiden eine bessere Kommunikation. Ich war gestern in Süderdithmarschen und habe mich mit den Pendlern und Pendlerinnen dort unterhalten. Es ist ein immer wiederkehrendes Thema. Die Beteiligten sind bereit, häufig Einschränkungen hinzunehmen, wenn sie denn wissen, warum. Und deshalb ist es Teil jedes Gespräches, das Minister Mayer führt und das ich führe, dass die Kommunikation in den Fahrzeugen und auf den Bahnhöfen Haltestellen besser, transparenter werden. Es sind aber Kommunikationsstrukturen, die teils mittlerweile über zentralisierte Systeme laufen. Wir werden immer wieder auf das Thema Personalbesatz angesprochen. NASH hat deshalb gegenüber DB Regionalverkehr bereits durchgesetzt, dass zusätzlich auf den Bahnhöfen und den Haltestellen Personal in dieser Zeit zur Verfügung steht, um dann analog Informationen weiterzugeben, wenn die digitale Informationsweitergabe über Smartphones oder über die Ansagesysteme nicht funktioniert. Herr Staatssekretär, war da noch, ich noch drei Reden habe, kurze Nachfrage. Und einmal, ich meine natürlich die Kommunikation, einmal zum einen in der Öffentlichkeit, aber auch natürlich die Vermittlung mit den verschiedenen Beteiligten, also Kommunen, Bahnunternehmen. Und die NASH hatte ja schon, nachdem es sozusagen öffentlichen Protest auch gab, mit Blick auf die Landesregierung auch reagiert und macht ja einen täglichen Bericht und so. Das hat sich ja schon ein Stück weit verbessert. Ich wollte nur sagen, dass Sie beim Thema Nahverkehr, Fernverkehr guter Dinge sind, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig als Aussage. Also, dass Sie guter Dinge sind, das freut mich, aber das bringt, glaube ich, erstmal den Interessierten an dem Thema relativ wenig. Aber ich habe jetzt zunächst drei weitere Wortmeldungen, Herrn Dr. Tietze und dann Herrn König. Also zunächst einmal, Herr Vorsitzender, glaube ich, sagen zu dürfen, dass das sehr beunruhigend ist, was derzeit in dem ganzen Verkehrssystem Bahn Sylt stattfindet. Ich glaube auch, dass wir Menschen verlieren werden, Arbeitskräfte. Also ich würde sehr dafür plädieren, dass der Ausschuss, aber auch wir alle hier eine Gesamtverantwortung sehen für dieses Thema. Ich möchte auch ausdrücklich sagen, ich war bei zwei Terminen mit Minister Mayer auf Sylt dabei, beim letzten jetzt nicht. Ich habe hier den Eindruck gewonnen, dass der Minister sehr konkret und sensibel in diesen Thematiken drin ist. Auch übrigens, ich war bei den Gesprächen mit den Pendlerinitiativen dabei, wo auch all diese Dinge sehr offen angesprochen worden sind, die Möglichkeiten angesprochen worden sind, bei den Sylter Unternehmern, bei den Touristikern. Ich glaube auch, dass Herr Mayer selber als Minister sehr genau weiß, als Experte für Tourismus, welche Auswirkungen das auch für den Tourismus im Ganzen für die Insel hat. Also mein Eindruck ist hier gewesen, dass sehr breit, sehr offen, aber auch sehr klar, was geht, was nicht geht, diskutiert worden ist. Da ist nichts unter den Teppich gekehrt worden. Da ist nichts sozusagen in der jetzigen Situation offen geblieben. Und ich finde, das muss man an dieser Stelle mal sagen, das wird auch in der Region anerkannt. Also hier wird klar gesagt, die Kommunikation seitens des Ministers, dass er das auch zu seiner Sache macht, dass er sich einsetzt, dass er übrigens jetzt, habe ich gehört, vor Ostern wieder auf der Insel auch ist, also dass die einzelnen Schritte sehr genau miteinander abgesprochen werden, zeigt, dass der Minister hier sehr klar und sehr deutlich auch vor Ort Flagge zeigt, Verantwortung übernimmt. Dennoch finde ich es auch Anlass zu fragen, müssen wir unsere möglicherweise bisherige Ausschreibeart, wie wir jetzt auch als gemeinsam das immer hier verantwortet haben, hinterfragen, wenn man plötzlich feststellt, dass für ein ganzes Flottenmodell kein Backup da ist. Ja, also das hat mich auch verwundert und ich will an der Stelle auch nochmal sagen, die Verantwortung liegt
sehr, sehr klar auch bei uns hier als Ausschuss. Also die Verantwortung, wie wir künftig auch auf solche Krisensituationen, die Herr Abt ja als historisch bezeichnet hat, wie man darauf reagieren kann. So etwas gehört für mich auch zu einem Aspekt der Daseinsvorsorge, dass wir eben nicht zulassen, dass eine ganze Region, die so abhängig ist vom Bahnverkehr wie die Insel Sylt, das geht halt nur über den Damm, plötzlich in einer solchen Schieflage ist. Und ich möchte auch nochmal sagen, was mir vielleicht besonders persönlich wichtig ist. Also das Thema Pünktlichkeit und Sauberkeit, ich glaube, das kann man über den Vertrag regeln und erwarten, dass auch die DB, wenn sie jetzt mit Ersatzwagen fährt, dass die nicht verdreckt sind, dass die Toiletten funktionieren. Ich finde, darauf muss man auch bestehen und gegebenenfalls mit Straf- oder mit Mitteln arbeiten, dass das gewährleistet wird. Das, was mich persönlich besonders im Moment berührt, ist das Thema Barrierefreiheit. Ich finde, das funktioniert schwierig. Da muss es auch individuelle Lösungen geben. Da würde ich sehr dafür bitten, Herr Staatssekretär, dass wir dann doch da mal sagen, dann müssen da Autos gemietet werden, möglicherweise, wenn jemand mit dem Rollstuhl auf die Insel will und er schafft es nicht, dass wir für diese Fälle auch sagen, wir können nicht Inklusion hier über alle Parteigrenzen hochhalten und dann haben wir Menschen mit Rollstühlen, die wir stehen lassen. Das darf nicht sein im 21. Jahrhundert und es darf auch nicht sein in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und da würde mich dann auch noch mal interessieren, ist denn mal überlegt worden, ich habe mir das mal nur angeguckt, dieser unsägliche Sylt Shuttle Plus, der da immer fährt, ja, der ja überflüssig ist, aber da ist mir irgendwie aufgefallen, die Türen sind breiter. Ist denn beispielsweise mit einem solchen Sylt Shuttle Plus möglich auch Mobilitätseingeschränkte oder Menschen, die Barriereprobleme haben, zu fahren, dann würde ich sehr darum bitten, dass man dann mit diesem Unternehmen, bevor dieser Zug leer fährt, und der fährt ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil er fährt möglicherweise eine halbe Stunde länger, das ist für die Gäste auch nicht gut, aber ich sage dann wenigstens gewährleistet, dass sie eine Möglichkeit, einen Zugang bekommen, meinetwegen auch frei, ja, weil sie da Einschränkungen haben, aber dass Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, mit diesem Zug fahren können. Ist das mal geprüft worden und geht das? Und insofern würde ich sehr darum bitten, dass wir das Thema Barrierefreiheit hier gemeinsam als nochmal besonderes Augenmerk auch als Lösung sehen. Zunächst Kollege König von der Staatssekretär. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich freue mich ja, dass das Thema, was wir Piraten hier auf die Tagesordnung gesetzt hatten, so ein reges Interesse findet. Ich glaube, die öffentliche Wirkung der Situation der Bahn nach Sylt wirft im Moment und auch in den letzten Monaten schon kein gutes Licht auf Sylt. Wir hatten einmal letztes Jahr das Chaos vom Autozug zu Pfingsten. Jetzt haben wir seit Oktober Zugausfälle, was dazu führt, dass man sich nicht sicher sein kann, ob man jetzt in der bestimmten Zeit nach Sylt kommt oder nicht. Was mich interessieren würde, Herr Staatssekretär, die Deutsche Bahn stellt jetzt die veralteten Schrottwaggons doch dem Land zur Verfügung, weil das Land die eigentlichen Wagen nicht bereitstellen kann. Und ich vermute mal, dass die Bahn dem Land das in Rechnung stellt. Und mich würde mal interessieren, welche Kosten im Land oder der NASH dadurch entstehen, dass die Bahn da jetzt Waggons zur Verfügung stellt. Außerdem würde mich interessieren, Herr Staatssekretär, welche Alternativen denn geprüft wurden, um Wagenmaterial zu kaufen, zu leasen oder anderweitig anzumieten. Der Kollege Arp hat es vorhin schon angedeutet. Welche Kosten wäre dabei entstanden, wenn man das gemacht hätte? Eine einfache Internetsuche zeigt zum Beispiel, ich glaube, bei Heros Rail findet man halt mannigfaltige Wagen, die, genau, ich sag mal, durchaus gut aussehen zum Verkauf oder zum Leasing. Und das wundert mich, dass man auf solche Angebote dann nicht zurückgreift. Und Herr Staatssekretär, die Ansage, dass Sie hier keinen Einfluss haben auf die Leistung des Anbieters, weil das ja jetzt nicht durch das Land direkt betrieben wird, was, glaube ich, eher unüblich wäre, sondern durch die DB, das ist in meinen Augen auch ein bisschen einfach. Wir haben einen ganz klaren Vertrag und im Vertrag ist geregelt, was geleistet wird. Herr Tietze hat es gerade schon angesprochen, Sauberkeit zum Beispiel, welche Sachen in den Waggons zu sein haben. Und da muss man dann im Zweifelsfall auch auf den Vertrag pochen, weil wenn der Vertrag nicht eingehalten wird, dann können wir uns den doch ganz sparen. Was mich auch interessieren würde, ist, wer trägt die Kosten für den Ausfall der Wagen seit Oktober und die Kosten für die Schadensersatzforderung durch die Kunden? Planen Sie eine Image-Kampagne oder eine Marketing-Kampagne, um das, ich sag mal, durchaus ramponierte Image von NASH und dem Regionalverkehr nach Sylt wieder aufzupolieren?
Und sind die Gründe für die Verspätung auf der Strecke ebenfalls mit dem veralteten Wagenmaterial erklärbar oder gibt es da noch andere infrastrukturbedingte Probleme, wie zum Beispiel reparaturanfällige Weichen? Und was die Kommunikation angeht, habe ich von den Pendlern die Rückmeldung bekommen, es gibt dann mal die Ansage, ja, Zug fällt aus, der fährt dann doch, und mal gibt es die Meldung, Zug fährt doch und dann fährt er nicht. Also es ist irgendwie, da ist noch viel Luft nach oben, was die Kommunikation angeht, also auch über Smartphone und über die Anzeigen an der Bahn und so weiter. Den Kollegen Abt nehmen wir auch noch mit und dann Herr Staatssekretär. Herr Staatssekretär, ich muss Ihnen sagen, das, was ich heute Morgen hier zu dem Thema erzählt habe, ist nicht befriedigend. Und Sie können ja nur froh sein, dass die Pendler nicht da sind. Das Problem zu beschreiben, wie Sie es gemacht haben, erweckt aber nicht die Hoffnung, dass Sie an irgendwelchen der Probleme weiter an Lösungen arbeiten. Den Eindruck habe ich nach dieser Sitzung nicht. Und erlauben Sie mir, wir haben eigentlich zwei unterschiedliche Probleme. Das eine ist das Problem, dass Sie uns erklären, ja, die DB Regio hat ja so ein Monopol. Die hat einen Vertrag bekommen, von der Mehrheit dieses Hauses so beschlossen, nicht mit unseren Stimmen, aber egal, das haben wir nicht, das war ein anderes Thema. Und deshalb kann man jetzt nichts machen, weil die haben ja das Monopol. Das reicht den Menschen nicht, das sage ich Ihnen. Dafür braucht man Politiker, die sagen, wenn das alternativlos ist, dann brauche ich keine Politiker. Dann muss ich schon Alternativen aufzeigen. Das ist das eine Problem. Und das zweite ist, das hat man nun auch hier von meinen Kollegen schon gesagt worden, die Frage der Sauberkeit der Züge, die Frage der Auskunft und nicht nur in Westerland oder in Niebel, sondern bis hin nach Hamburg. Wir kennen doch unseren Freund Herrn Schlüter, der uns jeden Tag den Sachstandsbericht erklärt, was gerade wo wieder mal nicht geklappt hat. Das ist doch ein anderes Problem, das nicht nur allein mit den Zügen zu tun hat, sondern die gesamte Marschenbahn von Hamburg bis Westerland leidet unter der Unpünktlichkeit, unter der mangelnden hygienischen Pflege, unter vielen anderen Dingen, die eigentlich mit dem jetzigen Problem noch gar nichts zu tun haben. Da sagen sie ja, das müssen wir so nehmen, wir haben ja das Monopol vergeben an DB Regio. Und jetzt werden wir mal sehen, ob wir es irgendwie besser kriegen, aber eine Lösung habe ich nicht. Das reicht nicht. So, Herr Staatssekretär, jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel Stoff für Ihre Antwort. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Die Entscheidung, diese Wagen zu beschaffen, hat nicht diese Landesregierung getroffen. Wir bemühen uns, den damit verbundenen Imageschaden und die tatsächlichen Probleme für die Pendler bestmöglich zu beheben. Es mögen die, die einst die Hand gehoben haben für dieses Beschaffungsmodell, sich fragen, ob der Weg ein richtiger war. Zweitens, wir vergeben keine Monopole, wir schließen Verträge, um genau jene Monopole zu verhindern, die bis Anfang der 90er Jahre gegolten haben. 8 Jahre haben wir einen Vertrag, dieser Vertrag sieht Vertragsstrafen vor, dieser Vertrag sieht Einflussmöglichkeiten vor. Sie kennen diesen Vertrag, Abgeordneter König, und ich bitte Sie, dass Sie sich erstmal da noch mal reingucken, bevor Sie mir hier erzählen, dass es Wege gibt, die in dieser Form vertraglich schlicht ausgeschlossen sind. Meine Aufgabe ist es, Recht und Gesetz der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Schleswig-Holstein zu wahren und nicht nach grauen Wegen zu suchen, die jenseits dessen stattfinden. Dass Sie bei der Internetrecherche Wagen finden, mag sein, ob diese Wagen in Schleswig-Holstein verfügbar sind, ob diese Wagen zu den bei Bombardier beschafften Lokomotiven passen, ist eine Aufgabe, die möglicherweise Techniker besser beantworten können als Sie. Und deshalb bitte ich Sie, meine Ausführungen, die ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen hier abgestimmt habe, so zu nehmen, wie ich sie gesagt habe. Wir haben 108 Fahrzeuge als Ersatz für 90 Fahrzeuge im Netz bereits vorhanden. Diese 108 Fahrzeuge reichen, um einen Verkehr zu gewährleisten mit einer Pünktlichkeitsquote, der höher ist als in vielen anderen Netzen in Schleswig-Holstein. Und ich nutze jetzt die Tatsache, dass ich das Wort habe, für einen Appell. Es gelingt uns immer wieder mit solchen Debatten, Szenarien aufzuzeigen, die tatsächlich nicht, die in der Wirklichkeit von den Betroffenen so nicht wahrgenommen werden. Wenn wir nur ausreichend über die schlechte Anbindung der Insel Sylt reden, reicht es auch für Urlauber, um dann zu entscheiden, ach so, die reden sogar in Kiel permanent davon, dass das, wie schlimm das ist, da fahren wir mal besser hin, nicht hin. Ich kenne bisher keine Aussage von Urlauberinnen und Urlauber, die sagen, die Verkehrsverbindungen zur Insel sind so, dass wir dort keinen Urlaub mehr machen. Ich kenne auch keine Aussagen von Pendlerinnen und Pendlern, die da heißen, ich suche mir einen anderen Arbeitsplatz. Ich erlebe Pendler und Pendlerinnen in den Gesprächen, die ungehalten sind über die Information, die erwarten, dass wir schnellstmöglich eine normale Situation im Verkehr wiederherstellen, die aber auch viel Verständnis für die Ausnahmesituation haben. Und deshalb ist der Eindruck, den ich aus dieser Debatte mitnehme,
Einer, dass wir möglicherweise an der Stelle ein Szenario zeichnen, das in der Wirklichkeit von den Betroffenen, den direkt Betroffenen, anders wahrgenommen wird. Letzte Frage des Abgeordneten Tietze. Tatsächlich ist für die mobilitätseingeschränkten Menschen der Transport auf die Insel im Moment schwierig. Wir haben eine Mobilitätszentrale, die Menschen können sich dort telefonisch melden. Wenn sie sich melden, garantieren wir den Transport. Die Fahrzeuge des Sylt Shuttle Plus sind alle barrierefrei. Allerdings sind die Regelzüge der RE6, also der jetzt immer wieder thematisierten Marschbahn, nicht alle barrierefrei. Und das heißt, es ist leider im Moment nicht möglich, dass die Menschen einfach zum Haltepunkt kommen und mitgenommen werden, sondern sie müssen sich vorher erkundigen, welches Fahrzeug die nötigen Kapazitäten hat. Das entschuldigen wir. Wir haben leider an der Stelle nur begrenzt Steuerungsmöglichkeiten, weil die Fahrzeuge, die eingesetzt werden, teils bis zu 40 Jahre alt sind und deshalb nicht den heutigen Ansprüchen genügen. Zunächst der Kollege Mattisen das Wort. Also direkte Nachfrage. Ja, dann ganz kurz. Meine Frage war, ob es möglicherweise mit dem DB-Konzern eine Gesprächslage gibt, dass es eine kostenfreie Mitnahme von mobilitätseingeschränkten Menschen im Sylt Shuttle Plus geben kann. Weil der fährt ja nach Fahrplan. Ja. Kollege Mattisen. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, die CDU hat da nicht das mitgetragen, weil ihr Keterer haben wolltet in den Zügen. Aber insgesamt habe ich on the long run immer beobachtet, dass wir im Konsens diese Ausschreibungspolitik des Landes positiv begleitet haben. Haben wir auch sehr viele Vorteile darüber organisiert. Jetzt sind wir mal in eine Situation, hat ja Dr. Tietze darauf aufmerksam gemacht, dass wir das auch vielleicht anders in Zukunft im Lichte der Erfahrung dieser schwierigen Situation, die jetzt entstanden ist, nochmal in Zukunft anders begleiten müssen. Ich wollte nur mal eine private Erfahrung mitteilen. Also ich bin jetzt von Langenhorn nach Ufschlag gefahren und habe dann die Gelegenheit genutzt, auch mit ein paar Fahrgästen zu sprechen. Das Verspätungsproblem ist deutlich reduziert, bis gar nicht mehr vorhanden. Der Zug war alt und von außen mit Graffiti, war aber innen sehr sauber und gut benutzbar. Erste Klasse konnte ich nicht finden. Aber es ist, sagen wir mal, es war jedenfalls, fand ich, dafür, dass wir eine Krisensituation haben, aber nicht eine Katastrophensituation. Also da war ja auch viel Schülerverkehr und es ging dort munter zu. Also es war jedenfalls so, dass ich zufällig damals solch eine persönliche Erfahrung aussammeln konnte. Und da natürlich ein bisschen gespannt war, wie es nun ist. Und es war doch, sagen wir mal, entspannter, als es vielleicht in der Presse denn sich manchmal niederschlägt. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Mattisen, für diesen interessanten Einblick. Das in der ersten Klasse tut mir leid, aber sei es drum, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, sicherheitshalber, bevor wir es vertiefen. Das ist der Tagesordnungspunkt 6, Bericht der Landesregierung zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur... Das habe ich nicht gesehen, Herr König. Ich habe gedacht, das sei ein freudiges Winken. Mit. Gut, dann bitte. Aber jetzt keine persönlichen Einblicke, bitte. Zu früh gefreut. Einen kleinen persönlichen Einblick hatte ich noch. Im ersten Semester meines Studiums habe ich gelernt, dass man aus einem Einzelfall per vollständige Induktion, so wie Herr Mattisen das gerade probiert hat, natürlich nicht auf die Allgemeinheit schließen kann. Aber das wissen Sie sicherlich auch. Okay, wir können auch zählen, wie oft wer mit der Bevölkerung spricht, wenn Ihnen das hilft. Ich habe noch ein paar Fragen an den Staatssekretär, weil er die Hälfte von meinen Fragen mindestens gerade nicht beantwortet hat. Und ich würde mich freuen, wenn er sie dann doch beantwortet. Einmal die Frage, welche Alternativen geprüft wurden, um Wagenmaterial zu kaufen, zu leasen oder anderweitig zu mieten und welche Kosten dadurch entstanden werden. Sie haben gerade nur allgemein irgendwas dazu gesagt, aber konkret die Frage haben Sie nicht beantwortet. Wer trägt die Kosten für den Ausfall der Wagen seit Oktober und für die Kosten der Schadensersatzforderung durch die Pendler? Die Frage haben Sie auch nicht beantwortet. Ob es jetzt eine Imagekampagne geben soll oder nicht, das habe ich auch nicht rausgehört.
und ob es möglicherweise auch noch andere Probleme in der Infrastruktur, wie zum Beispiel alte Weichen, die nicht ordentlich gewartet wurden, sind, oder ob es nur an dem Wagenmaterial liegt, das Verspätung gegeben hat. Darauf sind Sie auch nicht eingegangen, und ich würde mich auch interessieren, es gab ja den Brief der Bürgermeister davon Sylt, ob die die Situation in ihrem Brief vollkommen falsch eingeschätzt haben oder ob da vielleicht ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Herr Staatssekretär. Also, zu den Alternativen habe ich ausreichend auf die Frage des Abgeordneten Arp geantwortet und habe die vertragsrechtliche Situation dargelegt, einschließlich der geprüften Alternativen und der Möglichkeiten. Zweitens, die Kosten der Wagen werden von dem Betreiberunternehmen getragen. Inwieweit NOB und Regionalbahn Schleswig-Holstein sich da an der Stelle einigen werden, ist nicht Aufgabe des Bestellers von NASH. Tatsächlich sind es keine Kosten, die wir tragen. Es sind mehrere Beteiligte, unter anderem das Unternehmen Paribus als Bereitsteller der Fahrzeuge. Es sind die Unternehmen NOB und Regionalbahn Schleswig-Holstein als Betreiber. Und in diesem Vertragskonstrukt bedarf es der Lösung der Kostenfrage. Wir erfahren, dass NASH bewirbt den Nahverkehr in Schleswig-Holstein regelmäßig. Sie kennen die Höhe des Etats. Wir reden im Verkehrspolitischen Beirat über Marketingmaßnahmen. Es ist darüber hinaus derzeit keine eigenständige Kampagne geplant, zumal wir derzeit noch nicht absehen können, meine Anmerkungen von vorhin, wann wir die Probleme tatsächlich im Griff haben werden, weil die Gutachter noch nicht abschließend gearbeitet haben, die Betreiber Gesellschaft noch nicht erklärt hat, wann sie die Fahrzeuge freigeben wird. Beim Thema Infrastruktur haben wir hin und wieder Baustellen, aber so wie das der Abgeordnete Mattiesen jetzt im Einzelfall festgestellt hat, wir haben aus Sicht des Aufgabenträgers eine überdurchschnittlich hohe Pünktlichkeitsquote in den Syltverkehren und haben deshalb kein derzeit akutes Infrastrukturproblem. Wir haben ja ein permanentes Problem, über das wir in diesem Ausschuss schon oft gesprochen haben. Das sind die Kollisionen mit dem Autozug und der leider europarechtlich festgeschriebenen Priorität von Fern- und Güterverkehr gegenüber dem Nahverkehr. Das führt dazu, dass wir hin und wieder zurückstecken müssen. Es ist aber keine Besonderheit, von der wir jetzt sagen, sie bedarf der getrennten Thematisierung. Im Übrigen sind wir mit dem Infrastrukturbereitsteller, dem Unternehmen Deutsche Bahn Netze, immer wieder im Gespräch, um die Infrastruktur auf dem Hindenburgdamm und in den zuleitenden Bereichen zu optimieren. Dazu gehört auch die Forderung, dass es eine in der Perspektive zweigleisigen Ausbau dieser Strecke gibt. Das Schreiben der Bürgermeister ist aus unserer Sicht ein Alarmsignal, das aber tatsächlich überholt ist, weil die Situation heute schon wieder eine andere ist. Es gab, das gebe ich gerne zu, mit dem Fahrplanwechsel im Mitte zum 12. Dezember eine deutliche und zwar schlagartige Verbesserung der Verkehre. Wir haben deshalb unter anderem den täglichen Newsletter dann zum Ende des Jahres zunächst eingestellt, nachdem aber das Betreiberunternehmen Deutsche Bahn Regionalverkehr die Zuverlässigkeit nicht aufrechterhalten konnte, haben wir die täglichen Informationen wieder eingeführt. Es ist, dass der Bürgermeister uns geschrieben hat, ist tatsächlich so wie der Beschluss des Kreistages von Nordfriesland auch. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit das als wesentliches Problem wahrnimmt, was bei 4.500 Beschäftigten, die vom Festland auf die Insel müssen, auch selbstverständlich ist. Dafür bedarf es auch nicht einer besonderen Thematisierung hier. Das ist unsere erste Aufgabe, dass wir uns regelmäßig um diese Probleme kümmern. Der Kollege Vogel hat eine Kommentar. Da der Kollege König eben die Bemerkung gemacht hat, dass Sie sich ja da auf Fakten berufen und die entsprechenden Gespräche führen, würde mich mal interessieren, auf welchem Faktum Ihre Aussage beruht. Geht es aber um die Lösung von Problemen, taucht der Minister ab und kommt erst später zu Gesprächen auf die Inseln. Kommt erst Monate später zu Gesprächen auf die Inseln. In dem Moment, wenn wir hier über Interpretation sprechen, glaube ich, ist es sehr eindeutig, dass der Minister mehrfach mittlerweile seit November auf der Insel gewesen ist. Und ob Sie mir zustimmen, dass Ihre Aussage dessen, dass der Minister sich mehrere Monate auf der Insel nicht hat blicken lassen, eine Falschaussage ist. Gut, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Tagesordnungspunkt 6.